und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Ich bin gefragt worden, ob ich aus der Grundschulmathematik nochmal das Multiplizieren mit ganz vielen Nullen erklären kann. Und das habe ich heute Morgen zugesagt, also mache ich das auch. So, passt auf. Wir fangen ganz einfach an. 100 mal 30. Und damit wir das besser verstehen, schreibe ich das jetzt nochmal ein bisschen anders auf. So, hier sind zwei Nullen und hier ist eine Null. So, bleibt aber die gleiche Aufgabe. So, und jetzt gucken wir uns nur die blauen Zahlen an und jetzt steht hier 1 mal 3 und das schreiben wir sofort hin. 1 mal 3 sind 3. Und jetzt zählen wir die Nullen. 1, 2, 3. Das heißt, wir übernehmen zwei rote Nullen und die grüne Null. Und dann haben wir unser Ergebnis. 3000. 3 von 1 mal 3 und 1, 2, 3 Nullen. 1, 2, 3. Das ist das ganze Grundprinzip. Und jetzt machen wir ein paar Übungen. Das Gute an einem Prinzip ist, dass man es unendlich oft anwenden kann. So, 1000 mal 400. So, wisst ihr noch, wie es ging? Wir schauen uns als erstes nur diese Zahl und diese Zahl an. So, 1 mal 4 sind 4. Schritt 2, wir zählen die Nullen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, also 1, 2, 3, 4, 5. Damit wir es besser verstehen, hier wäre eine Note, hier eine rote, hier eine rote. Seht ihr das? 1, 2, 3. Und hier sind die beiden grünen. Macht zusammen 400.000. Okay? Immer das gleiche Prinzip. Noch eine Aufgabe. 200 mal 400. So, seht ihr die kleine Aufgabe? 2 mal 4. 2 mal 4 sind 8. Und jetzt zählen wir die Nullen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Schon sind wir fertig. Okay? Noch eine Aufgabe? Ja, machen wir. Und zwar 3000 mal 400. So, und jetzt gehen wir über die 10. Das macht aber nichts. Das Prinzip bleibt immer gleich. Als erstes nur die kleinen Zahlen. 3 mal 4. 3 mal 4 sind 12. Alles klar. Und jetzt die Nullen. 1, 2, 3, 4, 5. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und schon ist die Aufgabe wieder fertig. Es gibt noch eine knifflige und gemeine Ausnahme. Zeige ich euch jetzt. So, 500 mal 2000. So, die Vorgehensweise ist wieder gleich. Wir rechnen 5 mal 2. Und 5 mal 2 sind 10. Okay? Und jetzt zählen wir die Nullen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr seht, die Vorgehensweise ist genau gleich, aber die Malaufgabe, die hatte schon eine Null mitgebracht. Und davon dürft ihr euch nicht irritieren lassen. Ihr macht es immer gleich. Und jetzt zeige ich euch mal, dass das wirklich immer funktioniert. So, 10.000 mal 3 Millionen. So, ihr müsst keine Angst vor den großen Zahlen haben. Welche kleine Aufgabe steckt hier drin? 1 mal 3. 1 mal 3 sind 3. Okay, und jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Nullen, nur zählen und jetzt hinschreiben. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und schon haben wir unser Ergebnis. So einfach ist das Multiplizieren mit ganz großen Zahlen und vielen Nullen. Wenn ihr das Prinzip einmal verstanden habt, ist es immer gleich. Zuerst die kleine Aufgabe, dann die Nullen zählen. Und wenn bei der kleinen Aufgabe eine Null rauskommt, dann ist das total egal. Ihr zählt die Nullen und schreibt sie dann hin. So einfach ist das. Okay, das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut läuft, dann hast du jetzt was gelernt. Und wenn du das geschafft hast, dann würde ich mich freuen, wenn du mir so ein Däumchen da lässt. Und wenn es richtig gut gelaufen ist, dann darfst du meinen Kanal natürlich gerne abonnieren. Und natürlich freue ich mich auch über Kommentare und in der Regel gibt es auch eine Antwort. Sowieso ist die Community hier recht aktiv und vor allen Dingen auch freundlich, sodass das Mitmachen hier viel Spaß macht. Wenn du mehr Hilfe brauchst oder wenn du vielleicht das ganze Thema brauchst, dann kannst du gerne bei mir auf die Homepage gehen, www.lehrer-schmidt.de. Dort findest du alle Videos, die du auch bei mir auf dem Kanal findest, allerdings nach Themen sortiert. Da ist das manchmal viel, viel einfacher. Und zu guter Letzt möchte ich dir noch sagen, wenn du ein Video nicht finden kannst oder wenn wirklich mal was fehlt, dann schreib mir das gerne in die Kommentare und dann sehe ich zu, dass ich das Video bei Gelegenheit nachproduziere. So, jetzt ist aber wirklich Schluss, okay? Das war's.